Marken kann man löschen, wenn man sogenannte absolute Gründe geltend machen kann. Das heißt zum Beispiel zeigen kann, dass das angemeldete Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend ist. Was es noch für andere Gründe gibt und wie das alles abläuft, das erkläre ich in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Außerdem veröffentliche ich bald ein Buch über Marken, mehr dazu unter www.dasmarkenbuch.de. Und in diesem Video erkläre ich, wie man Marken aufgrund von absoluten Gründen löschen kann. Vielleicht erstmal ein Überblick über die wichtigsten geltend gemachten absoluten Gründe in solchen Löschungsverfahren. Das häufigste angewandte Kriterium ist sicher die sogenannte Unterscheidungskraft. Was ist Unterscheidungskraft? Unterscheidungskraft ist die Eignung von Marken, bestimmte Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens von den Waren und Dienstleistungen eines Wettbewerbers zu unterscheiden. Die Marke muss die Waren und Dienstleistungen also aufgrund ihrer betrieblichen Herkunft, eben von mir zum Beispiel als Hersteller, von den Wettbewerbern unterscheidbar machen. Man spricht daher auch von der sogenannten Herkunftsfunktion der Marke. Ein Beispiel: Wenn eine Pizzeria sich einfach Superpizza nennt, dann ist dieser Name vermutlich nicht geeignet, diese Pizzeria, die Pizzen von dieser Pizzeria, von den Pizzen von anderen Pizzerien zu unterscheiden, weil eben ganz viele Pizzerien vielleicht sagen, dass ihre Pizza eine Superpizza ist. Der Kunde oder die sogenannten Verkehrskreise kann dann nicht die genaue Herkunft dieser Superpizza kommunizieren. Der kann dann nicht sagen, ja, ich war neulich bei Superpizza und habe da Pizza gegessen, damit er eben seinem Freunden sagen kann, die ist da besonders lecker. Denn die Freunde werden denken, ja, wo ist denn jetzt die Pizza super? Welche Superpizza? Das würden die nie mit einem ganz bestimmten Restaurant verbinden, diesen Namen. Ein Gegenbeispiel: Wenn der Inhaber dieser Pizzeria seine Pizzeria beispielsweise Marimba nennt, dann ist das ja für Pizza überhaupt nicht beschreibend. Und wenn sich dann rumspricht, dass die Pizza bei der Pizzeria Marimba besonders lecker ist, dann ist eben da nur diese eine Pizzeria gemeint und nicht alle möglichen Pizzerien, die eben super Pizza vertreiben. Und wenn man dann eben seinen Freunden sagt, ja, ich war neulich bei Marimba und habe da leckere Pizza gegessen, dann werden die eben gucken können, ah, Marimba, ja, da gehe ich auch mal hin. Also, Unterscheidungskraft ist der wichtigste Grund, wie man Marken aus absoluten Gründen angreifen kann. Der vielleicht zweitwichtigste Grund ist die sogenannte beschreibende Angabe oder das sogenannte Freihaltungsbedürfnis. Eine Marke kann nämlich gelöscht werden, wenn man zeigen kann, dass diese Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend ist. Wenn der Betreiber der Pizzeria seine Pizzeria zum Beispiel einfach Pizza nennen möchte und das auch beim Deutschen Patent- und Markenamt als Marke anmeldet, dann kann, sofern diese Marke überhaupt eingetragen wird, was sehr unwahrscheinlich ist, aber sollte sie doch eingetragen werden, dann kann man die Marke angreifen und dem Amt sagen, ja, dieses Wort Pizza muss freigehalten werden für alle Verbraucher und Kunden und in der Fachsprache Verkehrskreise. Denn jeder muss zu diesem Gericht Pizza eben Pizza sagen können. Das darf nicht monopolisiert werden. Der aus meiner Sicht drittwichtigste Grund ist vielleicht die Bösgläubigkeit. Was ist Bösgläubigkeit? Wenn eine Marke rein in Behinderungsabsicht angemeldet wurde, also vielleicht salopp gesagt, wenn die angemeldet wurde, nur um jemanden vors Schienenbein zu treten, dann kann die Marke auch gelöscht werden, wenn man das eben nachweisen kann. Ein Beispiel: Man hat sich die Marke Marimba ausgedacht und hat die allerdings nicht sofort geschützt. Ein Wettbewerber bekommt das mit, schützt sich die Marke Marimba und geht dann zum Beispiel aus dieser Marke gegen einen vor. Dann kann man diese Marke eben mit Bösgläubigkeit angreifen, ein Löschungsverfahren einleiten und dem Amt sagen, ja, der hat die Marke
nur rein in Behinderungsabsicht angemeldet, nur um mich zu behindern im Markt. Allerdings trage ich auch die Beweislast dafür, das nachzuweisen. Und der Beweis ist wirklich sehr schwierig, denn wenn der Gegner zum Beispiel auch selbst unter Marimba zum Beispiel Pizza anbietet und die Marke eben dafür angemeldet hat, dann handelt er vielleicht nicht mehr rein in Behinderungsabsicht, sondern auch in Gewinnerzielungsabsicht. Und dann wird man es sehr schwer haben, diese Marke damit gelöscht zu bekommen. Dann gibt es noch einen Grund: öffentliche Ordnung und gute Sitten. Man kann eine Marke gelöscht bekommen, wenn man zeigen kann, dass sie gegen die guten Sitten verstößt oder die öffentliche Ordnung stört. Das ist eben bei sehr unanständigen Marken der Fall. Es kommt relativ selten vor und die Ämter sind eigentlich die Gerichte sind relativ großzügig geworden in den letzten Jahrzehnten. Es gab mal in den 70er Jahren, glaube ich, einen Fall Schlüpferstürmer für Schnaps. Und da hat dann das Gericht entschieden, ach, stellt euch mal nicht so an, liebes Amt, tragt die Marke ein, so schlimm ist das nicht. Es gab jetzt allerdings vom BGH entschieden, vor einigen Jahren einen Fall Ready to Fuck für T-Shirts. Und da hat der BGH gesagt, das geht nicht, das ist zu unanständig, das wird nicht eingetragen. Also man kann eine Marke auch angreifen, wenn sie eben sehr unanständig ist und vielleicht dadurch eben die öffentliche Ordnung stört oder gegen die guten Sitten verstößt. Das ist aber eher ein Ausnahmetatbestand. Dann gibt es noch einen Fall, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, neben auch weiteren Gründen, aber das ist der letzte, den ich hier nochmal einbringe. Das sind die Hoheitszeichen. Man kann eine Marke auch angreifen, wenn sie den Eindruck vermittelt, dass sie eben eine offizielle Regierungsstelle darstellt, also wenn sie zum Beispiel den Bundesadler enthält oder die Bundesfahne oder die Europafahne und eben die Verbraucher oder die sogenannten Verkehrskreise denken müssen, dass diese Marke eben von einer offiziellen Regierungsinstitution angemeldet wurde oder eingetragen ist dafür, dann und das eben auch nicht der Fall ist, dann kann man die Marke erfolgreich angreifen, indem man dem Amt sagt, hier, das ist ein Hoheitszeichen, hättest du nie eintragen dürfen, die muss gelöscht werden. Das sind mal aus meiner Sicht die wichtigsten 5 Gründe, wie man eine Marke aus absoluten Gründen löschen kann. Es gibt noch weitere Gründe, wie die grafische Darstellbarkeit, die allerdings gerade auch mehr oder weniger abgeschafft wurde, oder gesetzliche Verbote, aber das waren mal so die wichtigsten Gründe. Jetzt erkläre ich mal ganz kurz, wie das abläuft, dieses Verfahren. Im Prinzip ist das Verfahren relativ einfach. Man stellt einen Löschungsantrag beim jeweiligen Amt, beim DPMA, beim Deutschen Patent- und Markenamt oder beim EUIPO, also beim Europäischen Markenamt, entrichtet die notwendige Gebühr und muss diesen Antrag natürlich auch begründen. Dann bekommt der Gegner in der Regel die Möglichkeit, eine Stellungnahme einzureichen. Und je nach Amt und je nach Verfahren geht das dann 1, 2, 3, 4 Mal hin und her. Und dann wird eben über dieses Verfahren entschieden und die Marke gelöscht oder eben nicht gelöscht. Je nach Amt kann dieses amtliche Löschungsverfahren relativ lang dauern, in der ersten Instanz bis zu 2 oder 3 Jahren. Es kann daher durchaus sinnvoll sein, nicht das amtliche Löschungsverfahren, sondern das gerichtliche Löschungsverfahren zu wählen. Man kann nämlich auch beim Landgericht eine sogenannte Löschungsklage einreichen. Also das Amt bitten, eine Marke zu löschen, weil eben diese bestimmten Gründe, die ich vorher genannt hatte, gegeben sind. Dieses Klageverfahren dauert in der ersten Instanz in der Regel nicht viel länger als 1 Jahr. Also man hat die Entscheidung wesentlich schneller. Nachteil ist natürlich sind natürlich die wesentlich höheren Kosten. Das ist eben ein ganz ordentliches Gerichtsverfahren vom Landgericht. Vorteil wiederum, wenn man sich sehr sicher ist in seiner Sache, dann ist es ja so, dass der Verlierer die Kosten trägt. Wenn man also die sehr überwiegende Wahrscheinlichkeiten sieht, zu gewinnen, dann kann es sogar auch aus Kostengründen Sinn machen, eher ein Klageverfahren anzustrengen, weil dann eben der Verlierer, also hoffentlich der Gegner, die Kosten trägt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man Marken aus absoluten Gründen löschen kann. Wie eingangs erwähnt, veröffentliche ich demnächst ein Buch zu Marken. Mehr Informationen unter www.dasmarkenbuch.de.
Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.